Und bitte, bitte lass mir den Kill. Beide sind tot. Nein, da ist noch einer drin. Der wurde gemessert. Shit, 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 shit. Hey Leute, heute gibt es dann wieder ein Modern Combat 5 Challenge Video. Die heutige Challenge ist vom Xeo Gaming. Und zwar kriege ich die Fers mit dem ersten Schalldämpfer und dem normalen Magazin und dem ACOG-Visier. Ich denke, ich soll damit einen Bomber schaffen. Und zwar darf ich nur Kills machen, indem ich anvisiere. Ich darf die EMP oder Blendgranate benutzen. Ich habe jetzt die Blendgranate mitgenommen, die Maske, dass ich halt immun gegen Blendeffekt bin. Und die MSG mit dem ersten Schalldämpfer habe ich auch mitgenommen. Ich denke, das war es auch davon. Also vielen Dank für die Challenge. Mal gucken, ob ich das Ganze schaffe. Die Fers macht halt mit dem Schalldämpfer relativ wenig Schaden und ist halt auch eigentlich nicht wirklich für den Nahkampf gedacht. Ich meine für den Fernkampf, sondern für den Nahkampf. Deshalb ist das Visier eigentlich normalerweise relativ unnötig auf der Waffe, wie ich finde. Aber ich probiere das Ganze natürlich aus. Ich finde es eine sehr gute Challenge, sehr gute. Durchdacht, leider hat er nicht geschrieben, was ich erreichen soll, aber es ist ja normalerweise ein Bomber. Deshalb versuche ich mal einen Bomber und falls geht, noch mehr Bomber zu schaffen. Ich darf nur killen, wenn ich einvisiere. Mal schauen, wie gut das klappt. Yo, habt ihr gerade diesen Random Kill gesehen, Alter? Entweder der ist mega gut mit Level 6 oder der hat mir gerade Ultra den Random Headshot gegeben. Ich vermute Zweiteres. Ich hoffe jedenfalls, dass es Zweiteres war. Aufklärungsflugzeug unterwegs. Okay, das ist gut. Wir sind gerade am Gewinn. Ihr seht schon, die macht relativ wenig Schaden. Und dadurch, dass ich das erste Magazin drin habe, können die Schüsse, kann die Munition gern mal knapp werden. Und es war gerade Glück, dass er gestorben ist. Ich dachte, ich hätte fast zu früh aufgehört zu schießen. Und da benutze ich mal die Blendgranate voll gefällt. Zum Glück habe ich die Maske drauf, damit ich mir nicht selber schaden kann. Und der hat die Aresk und dem habe ich einen Kopfschuss verpasst. Läuft gerade ganz gut, möchte ich meinen. Ich denke, die Kill-Serie darf ich jetzt nicht einsetzen, würde ja keinen Sinn machen. Yo, nein! Alter! Yo, komm, bitte nicht. Bitte kill mich nicht. Ich muss das schaffen. Ich will das schaffen. Ja, Beihilfe, immerhin, immerhin. Besser als zu sterben. Okay. Komm, das schaffe ich. Jawohl, da ist einer gespawnt. Da bleibe ich dem Ding lieber etwas fern, weil wenn ich da reinlaufe und da einer spawnt und mich messert, das wäre sehr, sehr ärgerlich. Ich gehe jetzt mal aufs Dach, da vorne ist nämlich einer gelaufen, habe ich kurz gesehen. Ich finde die Feuerrate von der Fers mega nice. Genauso wie die Feuerrate von der Jolt. Ich habe die Waffen irgendwie wieder sehr gern. Ich habe die in letzter Zeit nicht so oft gespielt, aber jetzt spiele ich sie wieder sehr häufig. Yo, nein! Hilf mir, hilf mir, hilf mir. Nein! Granate! Boah. Verdammt, war das knapp. Alter, wenn ich das jetzt schaffe, ne? Ich muss es einfach schaffen. Komm, 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 komm. Alter, diese Anspannung, ich hasse das. Also, ich mag die Anspannung eigentlich ziemlich. Es macht Spaß, damit zu spielen, aber ich weiß nicht, ob das so gut ist. Für den Skill, Alter. Mit diesem großen Visier, ne? Ich spiele das in letzter Zeit aber auch sehr häufig, das Visier, muss ich ehrlich sagen. Nein! Das wäre der Bomber gewesen. Wenn ich jetzt kill, dann ohne Witz, ist es nur wegen meinem Teamkollegen. Ich meine, wenn ich jetzt sterbe. Ja, das Internet, ich habe gerade gesehen, das ist mega schlecht. Komm, bitte, bitte, lass mir den Kill. Beide sind tot. Nein, da ist noch einer drin. Der wurde gemessert. Shit, 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 shit. Alter, die Anspannung. Shit, direkt am Anfang so eine Anspannung. Verdammt, verdammt. Ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das. Runterkommen, ich schaff das, ich schaff das. Alter, wenn da jetzt jemand auf dem Dach ist, das wäre mega gut. Dieser Nebel, ne? Warum auf Dächer? Wobei Dächer ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht dafür. Schlechter wäre auf jeden Fall Kanäle. Eine kleine Map ist gut. Wobei es mit dem Visier sehr problem. Ich bleibe jetzt einfach mal bei der Gruppe hier. Die laufen da schön zu dritt und warum sollte ich da nicht mitlaufen und versuchen, die Kills abzustauben? Es sind ja noch 2,5 Minuten Zeit. Aber wenn ich jetzt dann sterbe, ne? Das wäre sehr, sehr nachteilhaft. Und da unten ist ein Gegner. Wenn ich den jetzt von hinten gekillt bekomme. Da unten war doch irgendwo ein Gegner. Oder ist er hochgelaufen? Wahrscheinlich ist er hochgelaufen. Oh, komm. Bitte. Lass mir noch einen Kill. Da ist da hinten lang gelaufen, aber da komme ich jetzt so schnell nicht hin. Ich gehe lieber wieder aufs Dach. Oh, da sind zwei von uns gestorben. Komm, bitte. Jetzt bitte. Sag mir nicht, dass ich es nicht schaffe.
Nein, schon wieder eine Beihilfe. Und das Internet. Und eine Granate. Ich komme jetzt einfach von hinten. Ja, ich habe den Bomber geschafft. Jawohl, Mann. Kill mich bitte. Kill mich. Ich will den Double Bomber. Gut, dann spiele ich halt auf Killstreak und ich setze jetzt auch direkt gleich meinen Luftschlag ein, nachdem der Bomber hier gewütet hat. Aber ich mache natürlich nur noch Kills im Visier, also ich hab's geschafft. Trotzdem vielen Dank an dich, Xeo Gaming, für die geile Idee. Wirklich sehr geil. Eine gute Kombination. Mir wurden auch viele andere geile Challenges in die Kommentare geschrieben, aber ich habe mich jetzt halt kurzerhand einfach mal für die entschieden. Tut mir leid, falls eure jetzt nicht dran gekommen ist, also falls deine jetzt nicht dran gekommen ist, wenn du das jetzt schaust, wer auch immer das ist. Tut mir echt leid, sie kommt vielleicht im nächsten Video dran. Und weil sie so geil ist, wahrscheinlich sogar. Wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich sogar. Gut, ich konnte mich leider nicht umbringen, weil ich eine Blendgranate habe. Es war jetzt ein bisschen nachteilhaft, aber ich denke, ein Bomber sollte reichen, weil die meisten Challenges hier mit einem Bomber enden. Deswegen passt es, denke ich mal, so. Ich habe es geschafft. Alter, diese Anspannung, ne? Wenn man nicht weiß, was gleich passiert, das ist wirklich. Puh. Einmal bin ich gestorben, ne? 11 zu 1. Alter, das bockt mega irgendwie. Ich liebe einfach Challenges zu machen und da hätte ich ihn fast gekillt, ohne reinzuvisieren. Alter, Kopfschuss. Und da haben wir noch einen Gegner da oben. Jawohl, der vorletzte Kill war das. Vielleicht mache ich sogar den letzten. Die laufen da alle. Alter, das ist mega. Wenn man zu viert rumläuft, ist man echt unbesiegbar. Ihr seht es am Score. Ich gehe mal aufs Dach. Ich vermute mal, dass da jemand ist. Nee, anscheinend nicht. Komm, 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 komm. Ich will den letzten Kill machen. Habe ich den letzten Kill gemacht? Da müsste 13. 14, 14. Okay, ich habe den letzten Kill gemacht. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Ein Abo wäre natürlich auch nice. Und schreibt bitte weitere Challenges in die Kommentare, damit ich weiterhin so viel Spaß haben kann. Ich hoffe natürlich, es hat euch Spaß gemacht. Und ciao.